Sie kennen das Prozedere wahrscheinlich aus der Vergangenheit, da das Miteinander ein großes Thema ist in der täglichen politischen Arbeit, ist auch die Einladung gegangen an alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, heute an diesem Abend mitzuwirken. Fast alle haben diese Einladung auch angenommen, was uns sehr freut. Ich darf daher zu einem kleinen Kamingespräch zu uns auf die Bühne bitten. Zunächst einmal Ingenieur Herbert Schmidt von den NEOS. Schönen guten Abend. So, ist schon unterwegs. Dann haben wir von den Sozialdemokraten den Stadtrat für Straßenbau und öffentliche Beleuchtung, Fraktionsobmann der SPÖ, Dr. Harald Wimmer. Den habe ich auch schon gesehen. So, schönen guten Abend. Meine Herren, bitte Platz nehmen. Und last but not least haben wir auch den Fraktionsobmann der Tullner Volkspartei, Direktor Peter Höckner bei uns. So, unsere Runde ist komplett. Ganz kurz vielleicht noch zur Erklärung, wir haben auch mit den Grünen heute gerechnet, die ja schon fix zugesagt haben, ist ganz kurzfristig aus terminlichen Gründen leider nicht möglich gewesen. Daher freue ich mich über diese tolle Dreierrunde, darf mit den NEOS beginnen. Der Herbert Schmidt ist jetzt seit etwa 2 Jahren im Gemeinderat und das ist auch eine Zeit, wo man vielleicht einmal ein kurzes Resümee ziehen kann. Wie würde das denn ausfallen aus Ihrer Sicht? Schönen guten Abend, Herr Gröbel. Schönen guten Abend, liebe Gäste. Danke für den dosenden Applaus. Ich darf seit 2 Jahren die Gemeinde nicht nur aus der Sichtweise des Bürgers betrachten, der Leistungen in Anspruch nimmt und dafür auch Steuern und Gebühren zahlt, sondern auch aus der Sichtweise eines Jungpolitikers. Mit jung meine ich meine junge politische Erfahrung, der sich ernsthaft darüber Gedanken macht, was sich eine Gemeinde leisten muss, was eine Gemeinde darüber hinaus sich noch leisten kann und wie sie das finanzieren kann. Ich trage die Verantwortung der Entscheidungen, die wir treffen, mit großem Respekt und mit großer Verantwortung. Wir haben uns vor 2 Jahren ein Ziel gesetzt, ein Ziel, das wir ganz alleine bestimmen und auch umsetzen können, nämlich die Art und Weise, wie wir hier in der Gemeinde Politik machen wollen. Wir machen Sachpolitik, ohne politisches Hickhack. Wir sind konstruktiv. Wir bringen Ideen und Vorschläge ein, wir pflegen einen guten Umgangston zu unserem politischen Mitbewerb und natürlich als Oppositionspartei müssen wir auch den kritischen Blick bewahren und auch mal auf die Wunden drücken, dort wo es weh tut. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir von allen Fraktionen, auch von meinen Kollegen, als kompetente Fraktion respektiert werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Gemeinderätinnen, bei allen Gemeinderäten für die Wertschätzung, die auch mir entgegengebracht wird, bedanken. Ich möchte mich bei den Mitarbeitern der Verwaltung bedanken, die tolle Arbeit leisten. Ein besonderer Dank gilt auch meinem Team. Ich bin alleine im Gemeinderat, wir haben ein Mandat und sozusagen das Gesicht und das Sprachrohr von NEOS in Tulln, aber dahinter steht ein kleines und engagiertes Team. Mhm. Und zuletzt möchte ich mich auch beim Publikum bedanken, dass Sie heute hergekommen sind und sich auch unsere Ideen anhören. Vielen Dank. Welche Ideen sind denn das oder welche Themen sind denn das, die Sie da angesprochen sind, jeder Fraktion oder jeden Mandat? Da sind ja gewisse Themen einfach Herzensangelegenheiten. Wie schaut das bei Ihnen aus? Ich habe für heute drei Themen vorbereitet, die Sie vielleicht interessieren könnten und die uns auch wichtig sind. Und zu jeder Idee auch, zu jedem Thema auch 2 Ideen vorbereitet. Das erste ist vielleicht nicht ganz so populär, aber uns sehr wichtig. Und das Thema oder die Überschrift dieses Themas lautet die schuldenfreie Gemeinde. Ein unpopuläres, aber sehr wichtiges Thema. Tulln hat in der Vergangenheit sehr viel in die Attraktivität des Standortes investiert und dadurch auch Schulden angehäuft, weil diese Investitionen nicht durch die eigene Ertragskraft getätigt wurden. Diese Schulden, wir sind der Meinung, diese Schulden sind auch mal abzubauen. Wir bewegen uns seit mehreren Jahren in einer Niedrigzinsphase. Der Schuldenberg, den wir so angehäuft haben, wenn wir die ausgelagerten Schulden jetzt mal zur Seite lassen, sind in etwa 48 Millionen Euro. Und bei einem Zinsniveau von derzeit, ja, wenig, im Keller, zahlen wir für diese Schulden in etwa 300.000 Euro an Zinsen. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn die Zinsen einfach nur um 1% steigen. Das bedeutet, dass die Zinslast auch um weitere 500.000 steigen wird. Wenn man jetzt dem gegenüberstellt, zum Beispiel die letzte, vielleicht sehr unpopuläre Maßnahme, die Erhöhung der Kanalgebühren, die in etwa 400.000 Euro ausgemacht haben, ein Einnahmenzuwachs, 9,2% Erhöhung, dann verpufft das durch 1% Zinserhöhung.
Wir sind der Meinung, dass wir diese Schulden auch jetzt mittel- und langfristig abbauen müssen. Und da kommen wir zu unserer ersten Idee, die ist relativ unspektakulär, aber sehr wichtig. Wir brauchen einen Plan, um diese Schulden abzubauen. Das wird jetzt nicht vom Hocker hauen, diese Idee, aber wir brauchen einen verbindlichen Plan, an den alle Fraktionen glauben, wo konkrete Maßnahmen drinnen stehen, konkrete Ziele und ein konkreter Zeitraum, wann wir diese Schulden auch abbauen wollen. Und solange wir diesen Plan nicht haben, brauchen wir einen Plan B, den Plan A hat ja der Herr Kern. Und dieser Plan B, solange wir dieses Schuldenkonsolidierungskonzept nicht haben, dann würden wir zumindest eine Schuldenbremse auf Gemeindeebene einführen, damit wir keine weitere Netto-Neuverschuldung machen. Auch in diesem Jahr verschulden wir uns um weitere 200.000 bis 300.000 Euro. Das ist unsere Idee zu den Gemeindefinanzen. Ja, drei waren es insgesamt. Also drei wichtige Ziele haben wir vorhin. Drei wichtige Ziele, ja. Was wäre das zweite? Das waren drei Themen. Das zweite Thema, ich mache es kurz, betrifft Jugend und Bildung. Das ist eine Investition in unsere Zukunft. Die erste Idee wurde vom politischen Mitbewerber auch aufgegriffen und bereits umgesetzt. Ich spreche vom ersten Tullner Jugendtag. Da ging es darum, jungen Menschen die Chance zu geben, sich einzubringen, ihre Ideen, Bedürfnisse, ihre Wünsche, auch ihre Kritik, ihre Beschwerden einzubringen. Diese Veranstaltung ist bereits erfolgt und die weitere Phase ist jetzt, diese Ideen auf Machbarkeit zu überprüfen. Junge Menschen sind wichtig, das ist unser Kapital, auch für die Zukunft, unser humanes Kapital. Wir sind ja nicht gerade sehr reich an Rohstoffen in unserem Land. Jetzt komme ich zur zweiten Idee, die aktueller ist denn je, nämlich die HTL in Tulln. Ich habe das letztes Jahr schon angesprochen und wie Sie vielleicht mitbekommen haben, soll die landwirtschaftliche Fachschule aufgrund von Reformplänen geschlossen werden. Landwirtschaft ist rückläufig, Schülerzahlen sinken. Und auch der Herr Direktor Meisel wird das bestätigen, dass nur dieser Schwerpunkt hier in Tulln nicht zukunftsträchtig ist. Das heißt, es braucht Spezialisierung und Kooperation. Wie könnte sowas aussehen? Diese landwirtschaftliche Fachschule, die bietet einen Spezialzweig, nämlich die Ausbildung des Landwirts zum Energiewirt. Das heißt, erneuerbare Energie, Erzeugung von Biomasse, Energie aus Photovoltaik und aus Windkraft und Kooperation zum Beispiel mit einer HTL. Die landwirtschaftliche Fachschule hat alle Rahmenbedingungen und auch Infrastruktur und Räume, um eine ausgelagerte Klasse, einen ausgelagerten Jahrgang, eine HTL auch zu beherbergen. Durch diese Kooperation mit einer HTL sehen wir einen Fortbestand dieser Schule. Wir haben eine Resolution eingebracht, der sich alle Fraktionen angeschlossen haben. Ich möchte mich auch beim Peter Eisenschenk, bei unserem Bürgermeister, bedanken, der sich dafür auch einsetzt. Anfangs bist du da ein bisschen in Deckung gegangen, aber du hast dich jetzt auch dazu bekannt und jetzt liegt es natürlich an deinem Geschick, mit dem Bund und mit dem Land darüber zu verhandeln. Und wir wünschen dir dabei alles Gute und unsere Unterstützung hast du dazu. Also zwei Themen, erster Tuller Jugendtag und zweitens die HTL in Tulln. Wunderbar. Kommen wir zum dritten Bereich. Ich nutze einfach die Zeit der Grünen und von Wickel Buchinger und... Ja, wer nicht da ist. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich auch mal vor so vielen Leuten hier sprechen kann. Wir sind eine kleine Fraktion, wir haben auch nicht die Mittel, einfach Werbung für uns zu machen, auch in den Medien. Mit einem Mandat ist das ungefähr so ein 37stel im Verhältnis zu allen anderen. Also da sickern die Informationen dann oft sehr spärlich durch und darum nutze ich das jetzt einfach. Ich darf bei der Gelegenheit dazu sagen, dass die drei Herren natürlich nachher auch für Face-to-Face-Gespräche zur Verfügung stehen. Also wenn es jetzt mehr in die Details geht, sind natürlich alle unsere Gäste auch eingeladen, das persönliche Gespräch nachher zu suchen. Das ist natürlich auch Sinn der heutigen Veranstaltung. Gut. Ich komme zum dritten Thema und ich spreche ein Thema an, das sehr oft im Wahlkampf von vielen Fraktionen, vielen Politikern in den Mund genommen wird, nämlich leistbares Wohnen. Ja, also in Wahlkampfzeiten verspricht jeder, wir setzen uns für leistbares Wohnen ein, nur wenn man dann letztendlich schaut, was passiert, welche Ideen liegen auf dem Tisch und was wird wirklich umgesetzt, da schaut es dann schon mager aus. Tulln ist eine attraktive Zuzugsgemeinde. Das heißt, wir liegen im Speckgürtel, wir haben eine tolle Infrastruktur, ein tolles Serviceangebot der Stadt. Das klingt nicht gerade nach sehr günstigen Grundstückspreisen und billigen Mieten. Wie können wir dem entgegenwirken? Ich denke, es braucht, und wir versuchen hier wirklich bewusst zwei alternative Ideen einzubringen, neben dem klassischen Wohnbau. Wir haben kein Geld für Gemeindebauten. Wir sind darauf angewiesen, dass Bauträger hier zum Beispiel Genossenschaften errichten. Das ist der klassische Wohnbau. Ich möchte zwei Ideen präsentieren, die abseits dieser Trampelpfade liegen. Die erste Idee ist ganz einfach, die hat den Titel Wohnen über den Supermarkt. Wie viele Supermärkte haben wir in Tulln und viele davon in sehr guter Lage? Das sind Flächenfresser,
ich spreche jetzt ein bisschen für die Grünen, Landschaft versiegeln, große Verkaufshallen, großer Parkplatz. Warum ist es nicht möglich, über diese Supermärkte ein, zwei Wohngeschosse oben drauf zu packen für leistbares, junges Wohnen, für Starterwohnungen? Diese Konzepte sind keine Utopien. Natürlich ist es bei einem neuen Supermarkt leichter, hier zu planen, aber es gibt auch Konzepte und bereits realisierte Projekte, bestehende Supermärkte zu überbauen. Wir könnten hier die Flächen besser nutzen, bevor wir uns weiter ausdehnen. Auch unsere Gemeindengrenzen sind Grenzen gesetzt. Wir müssen ein bisschen verdichten und das würde auch den Kleinstadt-Charme der Stadt erhalten. Das wäre eine Idee, die man aufgreifen könnte und sich mal anschauen, wie viel Wohnraum könnte man hier schaffen. Jetzt muss ich ganz böse auf die Uhr schauen. Ja, letztes Thema. Ja. Wohnen im Container. Ich warte mal kurz Ihr Gesicht ab, Ihre Mimik, sich die Augen verziehen. Ich meine damit nicht Wohnen in einem minderwertigen Baucontainer. Es gibt heute ganz tolle Wohncontainerkonzepte. Das sind ausrangierte Schiffscontainer, 40-Fuß-Container, die 25 Quadratmeter Wohnraum bieten. Es gibt Projekte, wo diese Container hochwertig adaptiert wurden. Die sind thermisch isoliert, die sind akustisch gedämmt, Innenausbau mit Infrarotpanelheizung, die haben eine Nachströmlüftung. Das sind ganz, ganz tolle Wohncontainer. In Berlin hat man ein ganzes Studentenheim auf diese Basis gebaut. Diese Container kann man nebeneinander, übereinander stapeln. Und was das Tolle an diesem Konzept ist, man kann sie auf brachliegenden Flächen platzieren, die zum Beispiel die Gemeinde nicht nutzt, um hier temporäres Wohnen zu ermöglichen. Die Baukosten sind etwa um ein Drittel günstiger, was den klassischen Wohnbau betrifft, auf dem Quadratmeterpreis gerechnet. Und das wäre eine Idee, wo wir auch Starterwohnungen, urbanes, trendiges Wohnen in diese Richtung ermöglichen könnten. Ich kann das leider nicht visualisieren, ich habe aber Pläne, Fotos zu bereits umgesetzten Projekten, die ich auch gerne mal zeigen möchte. Also das wäre 3 Themen, 6 Ideen. Hervorragend. Damit haben wir jetzt eine perfekte Vorlage geliefert für den Herrn Dr. Wimmer. Dankeschön. Danke. Wo es in Richtung Infrastruktur geht, Straßenbau, Beleuchtung. Blicken wir vielleicht einmal zurück auf das Jahr 2016. Was wurde umgesetzt? Was war gut? Was waren die wichtigen Themen aus Ihrer Sicht? Also von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu dieser alljährlichen Veranstaltung ganz am Beginn des Jahres. Letztes Jahr im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich etwas angekündigt, nämlich zu erinnern, dass wir einen Kreisverkehr bekommen werden in der Stahlsdorfer Straße, wenn Sie sich erinnert. Und es gibt genug Menschen, die mich angesprochen haben, gesagt haben, Herr Wimmer, Sie haben es gesagt, letztes Jahr im Jänner, bis heute gibt es keinen Kreisverkehr in der Stahlsdorfer Straße. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich warum es diesen Kreisverkehr nämlich jetzt nicht geben wird. Das können dann sagen, typisch Politiker, vor einem Jahr ankündigen, im nächsten Jahr gibt es das nicht, verschwindet das Thema. Das hat einen Grund, warum es diesen Kreisverkehr nämlich jetzt doch nicht geben wird. Und der Grund ist ganz einfach, weil die ursprünglichen Kostenschätzungen für die Errichtung dieses Kreisverkehrs lagen bei rund 350.000 Euro, wenn man dann die Detailplanung durchführt. Das heißt, um diesen Kreisverkehr zu errichten, wäre es notwendig gewesen, Parkplätze wegzunehmen von der Sonnenapotheke, neue zu errichten, auch auf der anderen Seite vis-à-vis von einem Privatgrundstück entsprechendes einen Teil zu kaufen, zu erwerben, eine neue Einfriedung herzustellen, eine neue Einzäunung herzustellen. Und was man vergisst, es geht nicht nur um das, was an der Oberfläche ist, sondern es gibt auch genug Einbauten, die man nicht sieht. Ja, Stromleitungen, Kanalleitungen. Und wenn man das alles aufsummiert und im Detail dann am Tisch liegen hat, waren wir nämlich schon bei 600.000 Euro. Da muss ich sagen, es gab Zeiten, weil ich den Altbürgermeister Stift sehe, da wären 600.000 Euro für den Kreisverkehr wahrscheinlich kein Problem gewesen. Aber die Zeiten haben sich doch ein bisschen geändert, vor allem, ja, Sie können gerne aufkommen, was ich noch dazu sagen muss, ja, bei den 600.000 Euro war ja die Innengestaltung noch gar nicht dabei, das heißt, da wäre noch die eine oder andere Summe dazugekommen und es ist so, dass das keine Kritik an den Altbürgermeister sein soll, aber wir haben es wirklich zusammengesetzt und gesagt, das ist ein bisschen unverantwortlich, in Wahrheit nämlich 40% des Straßenbaubudgets gleich in so einen Kreisverkehr zu stecken, wobei die Innengestaltung noch gar nicht dabei ist. Und deswegen wird es dieses Projekt nicht geben. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Geld nichts machen. Es ist so, dass wir uns überlegt haben, nämlich in die alten Vierteln von Tulln zu gehen, nämlich ins Langenleoner Viertel, Königstädter Viertel und auch in Langenlebern, um dieses Geld dort einzusetzen, um alte Straßen, die 40, 50 Jahre alt sind und die Bürger schon in den Startlöchern
Scharen waren ähnlich, diese Straßen saniert werden und deshalb mit dem Geld gemacht, was aus meiner Sicht wahrscheinlich sinnvoller ist, bis zu einem gewissen Grades wie dieser große Kreisverkehr. Gut, damit haben wir den Blick jetzt vorwärts gerichtet auf 2017. Was kommt sonst auf Tulln zu? Was ist Ihnen wichtig an Themen? Verzeih mir, Harald, aber mir liegt es auf der Zunge. In Tulln ist die SPÖ der Herr der Kreise und nicht der Herr der Ringe. Ja. Könnte sein, ja. Aber die Kreisverkehre sind hauptsächlich errichtet worden unter einer anderen Ressortverantwortung. Aber macht nichts. Ausblick, was das Jahr 2017 betrifft, ich werde es ein bisschen allgemeiner halten, Thema Infrastruktur. Es ist so, in den letzten 3-4 Jahren, wenn man durch Tulln fährt oder auch durch Teile von Langenlebern, kann man sagen, es ist irgendwo, haben die Leute das Gefühl wie eine Dauerbaustelle. Die EVN reißt was auf wegen Sanierung von EVN-Gasleitungen, dann geht die Gemeinde gleich mit in der Regel und erneuert die Straßenbeleuchtung, damit die energieeffizienter ist und eine helle Beleuchtung die Menschen haben, die dort wohnen. Und was auch man nicht vergessen ist, ich habe es vorhin gerade angesprochen, in den alten Vierteln von Tulln, eben Langenleberner Viertel, Königstädter Viertel und auch in Teilen von Langenleberner ist es so, dass wirklich die Infrastruktur, damit ist gemeint, die EVN-Gasleitungen, die Wasserleitungen und auch die Kanalleitungen entsprechend zum Sanieren sind. Und deswegen wird es auch in den nächsten Jahren, werden manche das Gefühl haben, dass Tulln und auch die eine andere Katastralgemeinde wie eine Dauerbaustelle ist, wo von März bis Dezember einfach immer irgendwo was los ist, dann ersuche ich Sie um ein entsprechendes Geduld und auch Verständnis. Das werden wir heute die nächsten 12 bis 15 Jahre noch haben, weil einfach diese alte Infrastruktur laufend saniert gehört. Und jeder von Ihnen erwartet sich, wenn ein Wasserhahn auftritt, dass sauberes Trinkwasser rauskommt. Und jeder, der etwas beim Kanal hinunterlässt, erwartet sich, dass das verschwindet und nicht irgendwie wieder retour kommt. Klarerweise. Gut, ja. Also das heißt, Sie haben genügend vor, nicht nur 2017, auch die Jahre darüber hinaus. Ein zweites Thema möchte ich ein bisschen anschließen, was der Kollege Schmidt gesagt hat, von den NEOS zu dem Thema leistbares Wohnen. Die SPÖ Tulln hat alle 14 Tage am Montag in der Bahnhofstraße 34 von 18 bis 19 Uhr eine kleine Werbeeinschaltung über unseren Sprechtag. Und da ist auch ein Thema das Wichtigste, nämlich wo findet man günstigen Wohnraum in Tulln? Und unsere Erfahrungswerte liegen so, dass es hauptsächlich junge Menschen betrifft, junge Familien und auch Personen, die kurz vor der Pension stehen oder auch in der Pension sind. Die Wohnraum nachfragen, der zwischen 50 und 65 Quadratmeter ist, mit einem Monatsmietpreis von ca. 400 bis 500 Euro. Das Problem ist, die Nachfrage wäre da, das Angebot gibt es halt leider in der Stadt Tulln nicht. Weil einfach gewisse Rahmenbedingungen ein bisschen dagegen sprechen leider. Das ist einerseits die starke Nachfrage nach Wohnraum, noch in Immobiliengrundstücken. Wir liegen schon in Tulln bei einem Quadratmeterpreis für Baugründe zwischen 300 und 400 Euro, was sehr viel ist. Und was man auch sagen muss, dass halt diverse Bauvorschriften und Auflagen auch nicht dazu beitragen, in Wahrheit, dass man günstigen Wohnraum schaffen kann. Aber es gäbe aus meiner Sicht sehr wohl auch Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann, abseits von Containern, die man aufstellt, sage ich einmal. Man könnte beispielsweise als Stadtgemeinde, das ist nicht ausgegoren, was ich sage, zum Beispiel eben nicht 300 Euro verlangen für einen Quadratmeter Grundbau, sondern vielleicht nur 100 oder 150 Euro. Man könnte vielleicht bei den Aufschließungsabgaben, darf ich mir anschaut und sagt schon, nein, machen wir nicht, man könnte auch bei den diversen Gebühren für Kanalanschlussgebühren, Wasseranschlussgebühren oder auch Aufschließungsabgaben auch entsprechend was nachlassen. Was man auch sagen muss, der Anspruch von den Menschen kann auch nicht sein, dass ich um das Geld über einen Aufzug habe, über eine Tiefgarage, weil das entsprechend den Wohnbau verteuert. Aber ich denke mir, es gäbe sehr wohl Möglichkeiten auch, wo die Gemeinde gemeinsam mit Bauträgern sich bemühen könnte oder schauen könnte, ob man nicht annähernd dieses Angebot schafft, eben genügend Wohnraum in der Größe 50 bis 65 Quadratmeter zu einer Monatsmiete, die so um die 500 Euro liegt, weil das wäre nur für sich, könnte man in Tulln locker 150, 200 Wohnungen anbringen. Das wäre die Nachfrage und es wird auch die Herausforderung sein, denke ich mal, für die Stadtpolitik oder Gemeindepolitik, sowas zu schaffen. Wird nicht einfach sein, weil, wie gesagt, die Rahmenbedingungen etwas gegen uns sprechen, ich sage das einmal so. Aber gleichzeitig würde ich auch es schade finden, wenn junge Menschen, sage ich mal, oder auch ältere Menschen, die in Tulln aufgewachsen sind, geboren sind, quasi in die Umlandgemeinden flüchten, weil dort das Wohnen günstiger ist. Und dem könnte man so ein bisschen entgegensteuern. Gut, wir nehmen mit. Leistbares Wohnen ist für alle ein Thema. Vielen herzlichen Dank. Es gibt genug zu tun. Last but not least haben wir Direktor Peter Höckner bei uns als Fraktionsobmann der Tullner Volkspartei, den wir vor 12 Monaten hier ja quasi als Newcomer präsentiert haben. Ein Jahr Gemeindepolitik, kann man da eine Bilanz ziehen? Ja, vorerst einmal auch einen wunderschönen guten Abend. Ich werde die Zeit jetzt, die vorher meine Vorredner ein bisschen vielleicht über
Schritten haben, ein bisschen einsporen, denn wenn ich jetzt auf Ziele eingehe, dann nehme ich dem Herrn Bürgermeister schon das Ganze, die Thematik weg. Daher machen wir es ganz kurz zur Frage. Ich bin 2 Jahre jetzt in der Gemeindepolitik und das erste Jahr als Fraktionsobmann. Und es war ein spannendes Jahr, sagen wir es einmal so. Spannend als Überschrift. Es ist nämlich deshalb spannend, weil ich zum ersten Mal als politische Funktion miterlebt habe, wie diese hunderten Fragen, die da aufgetaucht sind, hunderte Entscheidungen, die zu treffen sind, gemeinsam zuerst einmal in der Fraktion, in der eigenen Fraktion diskutiert wurden. Und es immer wieder schön war, wenn man zu einer gemeinsamen Meinung, manchmal sogar oder oft sogar zu einer Einstimmigkeit gekommen ist und dann natürlich in Zusammenarbeit mit der Opposition. Wir haben da wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit, möchte ich den beiden Herren, die hier sind, recht herzlich dafür danken, für die gute Zusammenarbeit. Auch den Grünen, die heute nicht hier sind, hier hat es sehr gute Ansätze gegeben. Und es ist wirklich eine Freude, wenn wir alle gemeinsam, das sind die schönsten Beschlüsse, einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat dann fassen können, die auf einer breiten Basis stehen. Es klingt alles sehr erfolgreich. Gab es andere Seiten auch? Bin jetzt neugierig. Natürlich gibt es andere Seiten auch. Der Fraktionsobmann ist natürlich der, der die eigene Fraktion nach außen hin schützen muss, auch den Herrn Bürgermeister schützen muss. Und da gibt es natürlich 2 Parteien im Gemeinderat, die auch heute leider nicht da sind, die ihre Politik insofern betreiben, dass sie in der Öffentlichkeit etwas präsentieren durch Presseaussendungen, meistens in Billigblättern, die gratis am Bahnhof zu erwerben sind. Und mit denen darf ich mich dann auseinandersetzen. Und das ist etwas, wer mich kennt, ich bin ein sehr ausgleichender Mensch, der eigentlich alles will, nur nicht streiten. Aber da muss ich natürlich dann hier und da auch ein bisschen lauter werden. Das ist für mich unangenehm, muss man ganz persönlich sagen. Aber es ist für unsere Politik, für unsere Fraktion, für den Bürgermeister und auch für die anderen Fraktionen, die diese Meinungen vertreten haben, sehr, sehr wichtig. Und da muss man wirklich sagen, auf der einen Seite die FPÖ mit einem Mann, der gar nicht im Gemeinderat sitzt, sondern hier von außen einwirkt, den Herrn Bors, der gerne im Gemeinderat wäre, der aus bestimmten Gründen halt diesmal nicht dabei sein kann. Und auf der anderen Seite den Herrn Buchinger, mit dem ich mich auch sehr viel auseinandersetzen musste. Viele Themen sind ja da in den Medien aufgegriffen worden, von den Verkehrszählungen gegen die Einbahn, von den 5.000, die gegen die Einbahn gefahren sind, da waren 4.500 Vorarlfahrer, die am Radlweg unterwegs waren, wo sie fahren durften und so weiter. Also es ist manchmal ein bisschen anstrengend und ich hoffe für nächstes Jahr, dass ich mich mit diesen Dingen nicht so oft auseinandersetzen muss. Gut. Die beiden Angesprochenen sind leider nicht da. Wir können uns nicht zu Wort kommen lassen. Ich sage aber trotzdem herzlichen Dank. Lasst euch nicht entmutigen. Ich weiß, es ist ein schwacher Trost. Manchmal aber woanders wird noch viel mehr gestritten. Ich glaube, Tulln ist da wirklich auf einem guten Weg des Miteinander und das soll auch so bleiben. Vielen herzlichen Dank an die 3 Vertreter der im Gemeinderat tätigen Fraktionen. Dankeschön. Sie dürfen Ihnen gerne einen Applaus spendieren. Danke vielmals.